Market Roundup. So, einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Mittwoch, der 23. Februar, 8.32 Uhr. Mein Name ist Carlos Martin. Sie hören uns live aus dem Traders Club Trading Raum. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen Trade vor. 14.700 als erste Big Number wird erstmal aktiviert. Und dann blicken wir auf den gestrigen Tag. Gab es gestern kleine Blue Boxen? Nein. Also gestern gab es keine kleinen Blue Boxen. Und jetzt blicken wir einmal auf die Vola. Wo kommt die Vola Box rein? 14.793. 14.793. Das wird dann für alle, die einen Hedge-Auflösungstrade machen, ein Hedge-Auflösungstrade sogar heute. Ja, wenn der Markt nicht zu sehr jetzt steigen sollte. Ja, und wir sehen auf 5 Minuten den gestrigen Tag. Wir waren jetzt oben bei 14.777 im High. Ja, von unten gestern also um 480 Punkte gestiegen von dem Tief. Und ja, schauen wir mal, ob wir da nochmal Richtung 14.8 laufen. Und dann gucken wir und bleiben auch direkt bei der beim Marktüberblick. Und starten heute mit den DAX. Vorlage Zickzacklinie. So. Daily Short. 4 Stunden Short. Stunde Short. 30 Short. 15 Long und 5 auch Long. Und im Daily, auch hier sehen wir, wir hatten das ja berichtet, einmal das Oktober, die Bewegung 38 jetzt hier. Und wenn wir dann nochmal eine Etage tiefer gehen, dann sind wir hier bei dem Minimum 23er Retracement. Das ist dann das Corona-Tief bis jetzt zu dem All-Time-High bei 16.287. Wir sind bei 2000 Punkte fast tiefer, 14.723er Retracement direkt da gehalten, wo er eigentlich halten sollte erst einmal. Wir sehen es hier, 14.376. Und die Frage, ist diese Zielmarke der neue Tiefst? Dann denke ich mir, werden wir diese 13.193, das ist das 38er Retracement, erreichen. Die kleinere Bewegung, hier sehen wir 38 gehalten, 14.441, 50 und dann sehen wir hier unten das 61er Retracement. Also alles läuft aktuell nach Plan. Wenn man jetzt das aber andersrum setzt, dann kann man hier auch was ableiten. Und zwar, machen wir ein bisschen größer. So, das High mit dem sporadischen Tief. So, und dann sind wir, wenn wir die Aufwärtsbewegung machen, wenn der Markt hier kehrt macht, und dann ist das eigentlich ein Zeichen für eine starke Trendbewegung, solange der Markt nicht über 23,6 kommt, ist durchaus möglich, dass der Markt hier weiter dann in diesen Trend reinläuft. Ja, das heißt, diese Marke 14.776 heute für uns, auch das gestrige Hoch, ja, wichtig, ob wir da in Richtung das 38er Retracement machen. Und dann wäre das von dieser starken Abwärtsbewegung 1, 2, die nächste Wellenbewegung, Ebbe und Flut, wir erinnern uns. Ja, diese Merkmale sollten wir haben, also 15,72, 38er Retracement, 15,776 für heute, denn das All-Time, das High von gestern. Gut, dann gehen wir weiter in den nächsten Markt rein und haben hier bei mir Gold als nächstes Daily Long, 4 Stunden Long, Stunde Short, 30 Short, 15 Short und 5 auch Short. Öl, Daily Long und auch hier ein Blick hinter die Kulissen. Wir haben hier das Corona Tief in Öl
Und 38er Retracement ist da, wenn es rauskommt, einmal hier in Öl und einmal hier im Öl. Wenn es hier nicht zu weiteren großen Eskalationen kommt, sonst durchaus denkbar, dass wir das Ganze dann so betrachten. Ups. So, 100. Das war der Breakout eigentlich. Ein bisschen kleiner machen hier. Das zieht mir nicht kleiner raus, der Ölpreis. Hier nicht, da oben ist es. 127 wäre der Breakout, das wäre schon kräftig. So, aber jetzt bleiben wir dabei. Öl 4 Stunden Long, Stunde Long 30 Short, 15 Short, 15 Long, Entschuldigung, und 5 wieder Short. Also da ist der Markt immer noch sehr, sehr bullish. Technologiebörse Nasdaq. Daily Short, 4 Stunden Short, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten auch Long. S&P 500, Daily Short, 4 Stunden Short, Stunde plus minus 30 Long, 15 Long und 5 auch. Nächster Markt ist Dow Jones. Daily Short, 4 Stunden Short, 30 Short, 30 Long, Entschuldigung, Stunde war Long, Short, 15 Long und 5 Minuten auch Long. Bitcoin, Daily Short, 4 Stunden Short, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten auch Long. Und was mit Ethereum ist, muss ich nochmal fragen, wieso der weg ist aus meiner Liste. Gut, wir bereiten uns vor. Für alle, die heute ein Hedge-Auflösungstrade machen wollen, Volabox bis 9.40 Uhr. Ja, oder wir machen MTX. MTX, dass wir MTX ein wenig mit größerem Risiko traden mit der Box. So, das bedeutet, die Vola-Box kommt rein und zur Erinnerung bei 14,793 zu 78. Das heißt, wir sind hier oben. So, da kommt die Vola-Box rein. Das sind auch dann die Zielmarken. Dann haben wir hier die 50 klassisch. Dann gehen wir einmal runter, haben hier die 50. Big Number und Daily Pivot als Marke. Dann wieder die 50er Marke. So. Gucken wir auf 15 Minuten, ob wir da irgendwelche Gaps noch sehen. Das ist geschlossen worden. Das ist geschlossen worden. Das ist geschlossen worden. Okay, das ist der Fahrplan. Big Number jeweils nur dreimal getradet. Ab dem zweiten gehen wir auf angepasst. Dafür sind diese grünen Zonen da und melde mich dann gleich. So, Big Number
8:48 Uhr, erster Trade. Wenn der Kurs jetzt die Box bei 14,7 raus verlässt, werden wir dabei sein. Schauen einmal auf MTX, da kommt noch nichts. Also 8:49 Uhr. Wir sind long im ersten Trade. Ab dem zweiten Trade gehen wir auf angepasst. Und wir sind raus, 8:57 Uhr. Erster Trade, erste Big Number in den Gewinn gelaufen. Wir treten das jetzt das zweite Mal. Wir verabschieden uns auf unserem Videotagebuch. Der erste Trade ist heute ein Big Number Trade gewesen, 8:58 Uhr. Wir verabschieden uns bei den YouTubern, wünsche euch allen gute Trades und wir hören uns morgen dann wieder.
So thank you for watching, guys, and keeping up with our live trading room. If you want to see more content involving a range of different other trading products, please hit that like and subscribe button and we will create for you.